Was ist eigentlich gut und was ist böse? Nun, erstens, gut im absoluten und vollkommenen Sinn ist einzig und allein Gott. Nur Gott ist gut. Das heißt, der dreieine lebendige Gott, der sich in der Bibel offenbart, ist vollkommen gut. Zweitens, wenn Gott gut ist, ist auch sein Wille gut und natürlich auch seine Taten. Alles, was in Übereinstimmung ist mit seinem Willen, ist gut und was nicht in Übereinstimmung ist mit seinem Willen, ist böse. Und Gott kann nie Böses tun, nie. Alles, was er tut, ist immer gut. Aber er kann Böses zulassen, das heißt, er kann Dinge, die nicht in Übereinstimmung sind mit seinem Willen, kann er zulassen, das erleben wir jeden Tag. Aus der Perspektive der Menschen sind Dinge, die Gott tut, erscheinen uns oft böse, obwohl sie gut sind, wie zum Beispiel Gericht und Bestrafung erscheint uns böse, aber es ist gut, allein weil Gott es tut. Und Dinge oder Dinge, Sachverhalte, die wir gut heißen, sind in Gottes Augen böse, weil sie nicht in Übereinstimmung sind mit seinem Willen.